Nikolaus warnte mich vor Schlangen im Gras. Aber damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Diesen widerlichen Schweinehund riechen. Was für eine Schande. Wir hätten dich reich gemacht, bevor wir dich getötet hätten. Persönliches Söldner. Deine Mutter ist es, hinter der wir her sind. Kommt immer, was er will. Wir haben Deimos. Wir finden deine Mutter und du wirst nicht überleben. Es ist ein Fehler, mich zu töten. Die auf Kefalenia vertraut zu haben, war ein Fehler. Nur dank mir hast du die Insel lebendig verlassen. Der Kult wollte deinen Tod. Welcher Kult? Wo sind die? Eine Scherbe, die Elpenor bei sich hatte. Habe ich noch nie gesehen. Vielleicht brauche ich sie noch.
Hier werden sie besonders wachsam sein. Vor mir, Vater! Ah!
Das wird leicht. So weiter. Das wird schon noch. Jawohl. Gefunden? Keiner hier. An die Arbeit. Berichtet mir von jeder Spur. Uns ist noch keiner entkommen. Ah!
Ah, Söldner! Na, welch hübscher Anblick für meine alten Augen. Jung, voller Elan. Vielleicht sollte ich nur für deinen Körper bezahlen, statt für deine Hilfe. Alles wird mit den Jahren besser, oder? Sogar du. Das Orakel sagte, wenn ich lange und glücklich leben will, muss ich jung bleiben. Im Herzen. Aber ich schweife ab. Ich brauche deine Hilfe mehr als deinen wundervollen Körper. Das höre ich gern. Koragos, mein Gatte, ist überfordert von meinem Verlangen nach Vergnügen. Ich schätze, das wäre jedermann. Oh, ich habe viele Liebhaber, aber nur ihn liebe ich. Wenn wir zusammen sind, ist es unbeschreiblich. Dann beschreib es nicht. Als wir jünger waren, liefen wir im Mondlicht in den Wald, warfen unsere Kleider von uns und liebten uns bis zum Morgengrauen. Unsere ekstatischen Schreie hallten durch das ganze Tal. Ich hoffe, in deinem Alter bin ich auch so lebhaft. Ich bin jetzt lebhafter als jemals zuvor. Was hat das alles mit mir zu tun? Ich hörte von einem mächtigen Elixier, das einem die Lebenskraft und die Ausdauer von Eros verleiht. Wenn du mir die Zutaten besorgst, kann ich es für meinen Gatten zubereiten. Also gut. Ich sammle die Zutaten, wenn du versprichst, dass du deine nächtlichen Aktivitäten für dich behältst. Ich habe etwas Geld und Koragos hat noch mehr. Wenn du mir Bärenhoden und eine Hirschzunge bringst, kann ich das Elixier zubereiten. Oh, mehr brauchst du nicht. Keine Sorge, ich bezahle dich gut und Koragos wird dir sicher auch dankbar sein. Wo kann ich hier einen Bären finden? Es heißt, ein großer männlicher Bär lebt in einer Höhle beim Heiligtum. Gibt es Hirsche in... Was für eine Frage. Das ist Fokis. Hier gibt es überall Hirsche. Das Elixier klingt komisch. Wo hast du davon gehört? Nun, die Pythia hat mir davon erzählt. Sie ist so weise, ein Problem zu lösen, von dem ich nicht wusste, dass ich es habe. Ich komme bald mit den Zutaten zurück. Arlikon ist
Hast du die Flügel ausgestreckt, hm? Wie das stinkt. Ich will mir nicht vorstellen, das zu trinken. Ikaros möchte auch mitspielen.
Was ist das für ein Elixier, das solche Zutaten erfordert? Du bist zurück und keinen Augenblick zu früh. Ich hab, was du wolltest. Wer ist das, Auxesia? Das ist der Söldner, der unseren Funken neu entfachen wird, mein Liebster. Oh nein, das hatten wir doch schon. Ich kann dich nicht mehr befriedigen. Du bringst mich noch um mit deiner Lust. Unsinn, ich bereite dir ein Elixier zu, das dir die Lebenskraft eines sehr viel jüngeren Mannes verleiht. Götter, rettet mich. Ich schaff das nicht mehr. Dein Mann ist müde. Erlaube mir, deinen Hunger zu stillen. Ich war noch nie mit einem Söldner zusammen. Nun gut, dann zeig mir, aus welchem Holz du bist. Hatte sie Spaß? Das sollte wenigstens für ein paar Tage reichen. Hab Dank, Söldner. Hier, nimm das als Bezahlung. Du hast es dir mehr als verdient.